Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer neuen Serie von Great Place to Work, die CEO Talks. Worauf wir sehr stolz sind und was der Firma Chiesi gelungen ist, wir konnten die Produktion während der ganzen Krise aufrechterhalten. Und glaube ich, was einfach auch gezeigt hat, jetzt auf der volkswirtschaftlichen Ebene, und das sehe ich recht auch positiv, ist, ohne wirtschaftliche Stabilität gibt es weder soziale, gesundheitliche noch Umweltstabilität. Auch wirklich eine Hotline vom HR eingerichtet, wo wir wirklich 7 Tage die Woche erreichbar waren, um einfach Ängste zu nehmen, Sorgen zu nehmen, rasch Antworten geben zu können oder zumindest das Anliegen auch an einem Sonntagnachmittag aufzunehmen und zu sagen, vertrau mir, Kollegin, am Montag, ich rufe zurück, ich kümmere mich darum. Einfach, dass die Veränderung zu einem Beschleuniger geworden ist, dass eben plötzlich neue Dinge möglich werden, über die man vorher zwar vielleicht trefflich diskutiert, aber sich nicht drüber getraut hätte. Und in dieser Phase dem Kunden auch klar zu kommunizieren, wir tun, was wir können und wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen, ist wichtiger, wie leere Versprechungen ihm zu geben. Sind die Führungskräfte schon weit genug, das handeln zu können? Weil die Führungskräfte kommen natürlich deutlich stärker in die Pflicht, was darum geht, Ergebnisorientierung einzufordern, ja? Wirklich einen Fokus einzufordern. Und da sind viele Führungskräfte, die gern in der Kategorie Everybody's Darling unterwegs sind, da wird es natürlich dann nicht funktionieren. Es zeichnen sich jetzt schon die Konturen ab der Wirtschaft 4.0, 5.0, und durch diesen Zwang hinein, durch die Krise, entsteht vieles jetzt neu.